Willkommen wieder zurück zu Splatoon Online. Heute wieder mal wieder ein bisschen Spritz-Action. Aber heute haben wir in einem Standardkampf andrehen die Pinakoethik und das Mahimari-Ressort. Bei den Rangkämpfen das Arowana Center und die Moränentürme. Alles klar. Wir kaufen uns eine neue Weapon. Ich muss mal ganz kurz. Okay, ich würde mal sagen, wir nehmen die Heldenwaffe Replik. Mit Instabomben und Bombenhagel. Natürlich legen wir das sofort an. Und gehen direkt gleich in die Lobby und schauen wir mal, was wir. Oder beziehungsweise ob wir überhaupt in einem Team voller Lappen landen. Und somit möge das erste Match beginnen. Hier in der Pinakoethik. Gucken wir mal. Einmal. Was macht denn der Yogi da? Du. Warum springt der wieder zurück? Was zum? Ja, das Färben ja das A und O. Diesem Spiel. Oh, schön mit einem Instabombenhagel. Und den Overpower. Locker flockig gekillt. Und da bin ich auch schon weg. Easy. Warte mal, ich kann ja zu dem. Typen da. Jumpen. Nee, nee, nee. Und tschüss, Yogi. Kann das sein, dass ich gerade hier dominant bin? In meinem Team? Jump! Wir lassen uns doch jetzt nicht überrennen, oder? Nein! Oh Mann! Und es ist ein Sieg uns um 0,1%. Sieben zu drei, also ich hab sie ganz gut zerstört.
natürlich sehen wir uns im nächsten Kampf gleich wieder. Wisst ihr, was mir jetzt gerade aufgefallen ist? Dass wir so ziemlich das gleiche Level haben. Aber jetzt hier in Mahi Mahi Resort geht der Spaß natürlich weiter. Okay, Chris. Wir haben uns gleichzeitig vernichtet. Oh, da hat jemand einen Bombenhagel. Okay, du blöde Drecksfliege, jetzt verpiss dich. Fuck. What the fuck? Okay, Rory. Da ist irgendwo der Typ. Ist mein Kill. Sorry, Bro. Yep, wir dominieren sie ganz gut. Shit! Oh, das war jetzt nicht so schlau. So, das hier weg. Oh, tschüss, Chris. Bye, Titi. Ganz dreist. Habe ich da gewartet. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Und sehr eindeutig sogar. Ja, wir waren alle high gelevelt. Und eine KD von 8 zu 3, die kann sich schon sehen lassen. Aber wir sehen uns jetzt gleich bei den Rap Battles wieder. Bis gleich, also dann. Okay, dann auf los geht's los im Aruana Center. Ich bin beim hellen Kleckser geblieben. Und hoffen. Oh, Bullshit. Zielelite. Nein, die haben einen Sniper. Shit. Shit. Ich habe den mit der Goldfisch. Den habe ich gekillt.
Okay, ich habe wenigstens zur Führung beigetragen. Okay, sehr schön, sehr schön. Hilfe! Oh! Schwimmen mal. Schade. Nice kill. Shit, dieser fucking Carbonroller-Spacko da. Wieso bin ich jetzt? Ziehen Zucker, ist ja klar. Als ob man! Nein. Mist! Alter! Okay. Komm schon, einen Sieg kann ich wohl davon tragen. Okay, noch einmal Arowana Center, die zweite. Das ultimative Rückmatch. Wie die zerknüllen. Nein, das war jetzt. Und was macht dieser? Wieso spaziert er jetzt einfach so bei uns rum?
Okay. Was macht denn dieser... Irgendwie leckt's da ein bisschen zu sehr rum. Was macht denn unser Carbonroller überhaupt? Und warum führen wir jetzt? Ich hab mich da einfach davor zum Sniper hingeschlichen und er hat's nicht mal gecheckt. LOL. Was zum Teufel? Aber immerhin nähern wir uns schon langsam dem B-Rang. Und du... Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge von Splatoon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Hoch da. Wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier im Splatoon. Abonnieren nicht vergessen und ich verabschiede mich. Bis dann und ciao.